Konnichiwa und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist jetzt schon der vierte Tag in Tokio. Wir haben schon einiges erlebt und heute möchte ich euch mal einen Tag mitnehmen. Wir gehen jetzt erstmal in irgendein berühmtes Museum. Ich bin sehr gespannt. Was nimmst du, Basti? Boah, ich weiß nicht so recht. Ich glaube, ich nehme jetzt nicht schon wieder Koffein. Vorhin so viel Kaffee getrunken. Das macht nichts, Koffein hilft. Ja. Koffein ist eine magische Droge. Ich weiß nicht, das steigt mir dann so im Kopf, wenn ich jetzt mal Koffein. Ich will keinen Kakao. Es muss ja schmecken, mit wenig oder? Koffein. Ja, eben, es muss schon schmecken. Ja. Das ist ganz wichtig. Sehr verrückte Süßigkeiten gibt es hier irgendwie. Das finde ich verdammt geil, dass man sich hier so Hähnchenteile kaufen kann. Im Supermarkt. Und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir doch ins Museum. Ins Museum? Weißt du, was wir danach machen? Essen wir Karamimi. Danach essen wir Karamimi. Da freue ich mich am meisten drauf. Auf Karamimi, das ist eine japanische Spezialität. Können wir auch Bruskande bestellen? Bruskande haben sie auch. Und wie ist das andere nochmal? Barakanda. Riakando. Riakando gibt's noch. Riakando. Barakanda. Leute, sagt mal, wenn ihr das kennt. Das kennt eigentlich jeder, der in Japan schon mal war. So, hier kommt unser Taxi. Unser Uber. Sehr cool. Jetzt kann der Basti mal vorne sitzen. Konnichiwa. In Japan laufen einfach fast alle Männer mit Anzug rum. Das ist so krass. Hier, schaut euch das mal an. Alle mit Anzug. So, wir sind jetzt angekommen. Team Lab Planets, Tokio. Okay, diese Schlange ist fast ein bisschen bodenlos. Das ist so krass. Heute ist der 4. April und die ersten Tickets gibt es erst am 13. April. Das sind auch die letzten um 20.30 Uhr. Man hat nur eine halbe Stunde dann Zeit und es ist jetzt einfach über eine Woche ausgebucht. Das ist so krass. Am 14. fliegen wir heim. So, wir haben jetzt Tickets. Leute, schaut mal, wie wunderschön die Kirschblüten am Blühen sind. Richtig schön, wir sind hier zu einer echt guten Zeit. Ich hoffe, das kommt auf Kamera auch so schön rüber. Weil wir keine Tickets bekommen haben, gibt es jetzt eine Planänderung. Was machen wir jetzt, Basti? Naja, wir gehen erstmal wahrscheinlich Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten kaufen, weil wir haben noch nicht genug. Haben erst gestern einige Packungen gekauft und dann gehen wir ins Made Café. Ich bin mal gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wir sind jetzt in irgendeinem Laden. Keine Ahnung, was das ist. Das ist krass, was hier abgeht, Mann. Ich finde es so verrückt, diese Spielläden. Da hocken so viele Männer drin, also fast nur Männer. Und die zocken da und da kann man nicht mal irgendwas gewinnen. Also die zocken da just for fun. Verrückt. Wir sind jetzt übrigens in Akihabara, das ist so das Nerdviertel in Tokio. Und das sieht hier auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Bei den Restaurants in Tokio kannst du davor immer sehen, wie das Essen und das Trinken aussieht. Hier kannst du Pokémon-Karten kaufen. Glurak-X. Kannst du aus so einem Automaten auch Karten ziehen. An jeder Ecke gibt es auch hier solche Automaten, wo man sich Getränke kaufen kann. Hier gibt es coole Anime-Figuren. Verrückt, diese Läden. Ja, auch wieder richtig viele Karten, Pokémon-Karten. Schauen wir mal rein. Oh, da gibt es auch so Figuren. Figuren, ja. Krass. Ah. Dragon Ball Figuren. Star Wars Figuren. Hier unten ist Captain Marvel. Batman. Black Adam. Wer ist denn das nochmal? Ach, das ist Thanos, lol. Oh, der sieht cool aus. Kenne ich aber alles nicht hier. Oder ist das Ant-Man? Nee. Ich weiß nicht, ist das Ant-Man? Ich glaube nicht. Eigentlich müssten wir hier schon mal spielen, oder? Eigentlich schon, ja. Oha! Was gibt's hier? Geil, ich gewinne hier. Pikachu! Mew! Pikachu ist geil! Hey, das ist auch ein Pokémon, wie heißt denn das nochmal? Ah, das ist das Shutter-Pokémon. Keine Ahnung, ich weiß den Namen nicht mehr. Das ist hier schon echt eine ganz andere Welt. Ah, schau mal, die da, die kenne ich doch, Alter. Wer ist das? Die da, das ist von Bunny Girl Senpai, heißt der Anime. Okay. Also, die findest du schön, Leon? Die finde ich schön, ja. Okay. So, wo sind wir jetzt? Oha, die Trommeln hier alle. Trommeln? Zocken auch alle hier. Leon, wie findest du die ganzen Automaten hier? Schon ganz witzig. Ich verstehe nicht, also so mit Kumpels das zu machen ist ja mal ganz lustig. Aber hier sind so viele alleine und die machen das, ich verstehe das nicht. Das verstehe ich auch nicht, ey. Aber der geht voll ab, ey. Übel. Wer denkt sich denn so in seiner Freizeit, ja, ich geh jetzt mal eine Runde trommeln? Naja, wenn man einfangen ist, einfach bei Grausel, geht der hier. Wie der abgeht. Der macht es auf jeden Fall nicht zum ersten Mal, ey. Gibt's wieder solche Figuren? Alter.
und hier kann man wieder Karten kaufen. Genau hier haben wir uns gestern schon Karten geholt und ich glaube, der Basti, der holt sich jetzt noch ein paar Yu-Gi-Oh! Karten. Basti ist nicht so auf Pokémon, der ist eher Yu-Gi-Oh!, aber beides geil. Ich habe früher auch Yu-Gi-Oh! Und Pokémon-Karten gesammelt. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch irgendwas dieser Art mal gesammelt habt. So Leute, jetzt schauen wir mal. Machst du jetzt schon auf? Ja, freilich. Kann er ja. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Schauen wir mal, was du da für Zeug hast. Natürlich alles auf Japanisch. Nice. Oha. Geil. Ja, nicht schlecht. Leon holt sich jetzt noch ein paar Booster. Same price? So, wir machen jetzt mal unsere Booster-Packs auf und schauen wir, ob wir was Cooles ziehen. Freunde, ich konnte es einfach nicht lassen. Wir haben hier Pokémon-Booster. Da ist bestimmt eine X-Karte drin. Ein Despotar. Das müsste doch Despotar sein, oder? Oh, ich habe noch einen Impergator gezogen. Das ist ja gar nicht. So, wir sind süchtig danach, Pokémon-Karten zu kaufen. Also lassen wir jetzt hier auch mal noch was raus. Oha, Alter, die sehen so krass aus. Gyarados. Alter, die schaut heftig Gyarados aus. X. Das ist, wie heißt's? Dicta. Dicta ist das. Ah, krass. Alter, die schauen ja richtig geil aus. Die schauen übelst heftig aus hier. Ja. Man wird süchtig danach, Pokémon-Karten zu kaufen, Mann. Du bist süchtig jetzt. Ja, noch nicht. Da bist du zufrieden? Ja. Es hat über 10.000 Bewertungen, sehr gut bewertet. Bin mal so gespannt. Ich höre schon die. Ach du Scheiße. Okay. Was ist denn? Ich höre, es ist eine Show. Oh, Mini-Mini-Kamera. Jetzt gibt es ein wenig Hähnchen oder irgend so ein Fleisch. Mui, mui. Was hast denn du dir da bestellt, Basti? Ein Steak. Nee, aber was ist das? Ein Pancake. Ein Pancake, Alter, heftig, riesig. Leon hat sich jetzt auch irgend so ein Omelette bestellt. Und die malt ihm jetzt, glaube ich, eine Katze drauf. Schnurrhaare. Nico. Miau, miau. Nico. Miau, miau. Nico, miau, miau. Ah, oh, Meidomon. Wie heißt der nochmal? Meidomfoto-Video. Ah, okay. Wie heißt der? Was? Oolong-Tee. 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 Okay. Ah, okay. So, Basti, wie war's? War ganz lustig, ja. Ja, hat mir gefallen. So, wir sind jetzt bei irgendeinem Schrein, Asakusa-Schrein. Das sieht aus wie so ein Tempel. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Laufen wir mal durch. Oha, und hier ist wie so ein Markt scheinbar. Das ist wie auf dem Volksfest da, oder? Ja, ja, da geht's ja ganz schön was. Ey, heftig, wie viele Menschen. Oha, schaut euch das mal an. Riesengroß. Was machen die Leute da alle? Die Leute werfen da alle Geld rein. Das ist scheinbar irgendeine heilige Stätte oder so. So Leute, bei uns gibt es jetzt ein Champagner. Schmeckt. Boah, ich merk's schon. Jetzt gibt's ein Wagyu A5 Steak. Sieht sehr gut aus. Probieren wir mal. Oh, das ist krass. Ist zwar ein bisschen kalt, aber es schmeckt krass. Eine Kamera, damit ich auch was essen kann, bevor es mega, das Essen war gut und hier ist jetzt der Tokyo Sky Tree. Und da werden wir jetzt mal hochgehen. So, wir fahren jetzt mit dem Aufzug nach oben. Verrückt. Was sagst du zu dem Ausblick? Wie so ein normales Hochhaus auf einmal so klein aussieht. Das ist krass, ne? So, und jetzt geht's noch mal eine Etage höher auf 450 Meter. Fahren gerade nach oben. Diese Dinger hier sind halt nervig. Aber krasser Ausblick. So, jetzt stehe ich auf dem Glasfloor. Das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob das auf Kamera auch so rüberkommt, aber das ist heftig. Wir sind jetzt wieder im Hotel angekommen. Es ist 21.42 Uhr und ich bin fix und fertig. Der Tag war echt anstrengend, aber total cool. Wir haben viel erlebt. Tokio ist echt crazy. Es ist absolut crazy. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und ein Abo, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.